Hallo, ich bin Jasmin von Stempel nochmal. Herzlich willkommen zu 8 Tage Halloween. Ich habe heute wieder eine Verpackung für euch. Und zwar sieht die so aus. Mit den total süßen Katzen. Das sind diese fertigen Boxen aus dem Mini-Katalog. Auf dem Cover ist es schon drauf. So werden die geliefert. Und ich stehe total auf solche fertigen Boxen, wo man nicht mehr viel machen muss, nur noch Deko drauf. Und ich habe gedacht, die eignet sich auch wunderbar für Halloween. Im Katalog ist er so ein bisschen weihnachtlich dekoriert, aber ich mache heute Halloween draus. Ich falze jetzt einmal alles vor, damit ich es nachher nicht vergesse. Kenne mich. Und dann dekoriere ich aber erstmal. So, habe ich eine, ja. Aber ich fange erstmal an mit dem Stempel. Und zwar habe ich das Set hier benutzt mit den süßen Katzen. Ich habe die Stempel schon alle auf dem Blog. Leider gibt es zu dem Set keine Stanzform. Das heißt, man muss das dann mit der Hand ausstanzen. Ausstanzen, ausschneiden. Das ist das Kätzchen. Es ist jetzt hier nicht ganz so perfekt geworden. Manchmal muss man es dann nochmal sauber machen und nochmal einen Anlauf nehmen. Aber da ich es jetzt einmal schon vorbereitet habe, lasse ich es so. Es gibt hier auch einen Stempel für die Kiste, aber ich male das jetzt mit den Blends einfach mal an. Und zwar habe ich hier Papaya in Dunkel. Es sieht ja so ein bisschen aus wie so eine Kartonfarbe. Da habe ich einmal eine Schicht davon genommen. Ihr wisst, ich bin jetzt so der Künstler im Ausmalen, aber so ein bisschen Schatten geht immer. Einfach dahin setzen, wo der Karton dann Schatten wirft. Und dann kann man nochmal so ein bisschen mit dem Papaya drüber wischen und das so leicht verblenden. Und dann hat man der Kiste so ein bisschen, ja, eine Struktur gegeben oder wie man es nennen mag. Das ist schon die Katze. Die muss man dann einfach nur noch mit der Hand ausschneiden, mit der Schere ausschneiden. Das habe ich schon einmal gemacht. Und dann hat man noch diesen süßen Kürbis. Wo ist er denn? Hier. Den stempel ich auch in schwarz. Ich habe mein Stempelkissen eben aufgefüllt, aber mit Memento ist das manchmal nicht ganz so einfach. Aber gut geworden. Also es gibt in dem Stempelset auch so einen Füllstempel, aber der passt nicht ganz so rein. Der lässt so eine Stelle weiß. Das gefällt mir nicht ganz so, deswegen habe ich auch wieder hier einfach einen dunkel Kürbisgelb genommen und mal das damit aus. Kann man ja machen, wie man möchte. Mir gefällt es so besser. Und dann kann man gleich noch, man kann den jetzt so lassen, aber ich mache gleich noch das Kätzchen oben drauf. Da ist nämlich so ein Katzenkopf dabei, der irgendwo rausgucken kann. Und das kann der in meinem Fall natürlich hier auf dem Kürbis. Das hier ist er. Mini. Da muss man jetzt beim Stempeln so ein bisschen aufpassen. Süß! Und auch das muss man dann ausschneiden. Also ich finde es so goldig. Angemalt sieht es immer noch mal viel schöner aus. Auch das habe ich schon vorbereitet. Und was auch in dem Set ist, ist der Besen. Da hatte ich aber eben einen Fussel drauf. Das muss ich mir nochmal sauber machen. Den stempel ich in Espresso. So, und auch den muss man ausschneiden. Das habe ich auch schon getan.
Es sind ja relativ einfache Formen, also es geht eigentlich ganz gut. Aber ich habe es jetzt schon mal vorbereitet, damit wir hier im Video nicht nur ausschneiden. So, und jetzt können wir erstmal mit der Kiste weitermachen. Ich klebe erstmal diesen Papierstreifen auf und dann baue ich sie zusammen. Und zwar finde ich ja hier so schön, da haben wir es schon, sind das komplette Blätter, ja. Diese schwarz-weißen Streifen hier. Da habe ich mir einfach einen Streifen abgeschnitten. So ungefähr 3 cm, da kommt es jetzt so drauf an. Und den klebe ich jetzt hier quasi als Grundlage für die Katzen erstmal auf. Mache ich jetzt vorher, dann kann man einfach ein bisschen besser fester aufdrücken. Und den Rest mache ich dann gleich. Dann baue ich es jetzt erstmal zusammen. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich den Deckel die 4 Laschen gegeben habe und dem Boden quasi nur die 2 hier, weil ich dann finde, dass es besser schließt oder schöner schließt. Hier ist ja der Kleber schon drauf, müsste einfach nur hier die Folien abziehen. Habe ich jetzt hier eine Karte? Ich würde ja mal ausprobieren. Habe ich vor dem Video schon gedacht. Ja, da passen auch Karten rein. Also das ist auch eine schöne Verpackung für Weihnachten, wenn man vielleicht Karten verschenken möchte an jemanden. Selbstgebastelte Karten verschenken ist immer schön, finde ich. Gerade wenn es jetzt vielleicht eine Person ist, wo man jetzt nicht Unmengen an Geld ausgibt. Da wo man einfach nur eine kleine Freude machen will. Da finde ich das immer nett, wenn man selbstgebastelte Karten verschenkt. So. Aber in meinem Fall kommen jetzt gleich Süßigkeiten rein. Das guckt jetzt zwar hier raus, aber das finde ich nicht ganz so schlimm. So, ich fülle meins auf. Ich habe hier wieder meine Körperteile. Die sind schön flach. Gucken, ob ich noch ein Auge habe. Das sieht natürlich nett aus, wenn das da so in der Mitte ist. Was auch immer das hier sein soll, ob das ein Gedärme sind, ich weiß es nicht. So, und jetzt einmal schließen. So, und dann ist es ganz nett, wenn da in der Mitte das Auge rausguckt. Ihr könnt aber auch irgendwelche andere Schokolade reinmachen. Irgendwas Flaches passt da gut rein. Ich weiß, es ist immer ein bisschen blöd. Derjenige, der es öffnen muss, muss das Band abmachen. Aber ich finde einfach, ein Band ist einfach so eine schöne Deko für so eine Schachtel. Deswegen mache ich es trotzdem. Noch ein Band drum. Kann man ja auch, wenn man es nicht ganz so stramm bindet, einfach abziehen. Muss man halt die Schleife öffnen. Habe ich es jetzt wieder zu eng gemacht? Ja, geht noch. So. Ein bisschen nach da, weil das kann man ja gleich noch verschieben. Und dann stand sich erst noch mal ein Spinnennetz aus. Das ist immer zu Halloween so ein Allrounder, finde ich. So ein Spinnennetz passt überall zu. Kann man immer noch mal gut irgendwo unten drunter setzen, wo einem nur so ein bisschen was fehlt. Ich habe ja auch noch irgendwo Glitzerpapier. Hatte ich zumindest gehofft. Hier.
Hier kann man wieder rabiat sein. Man kann das auch mit dem Bürstchen machen, aber ich finde, bei dem Glitzerpapier geht das so gut. Da hat man nur hier in der Mitte diese kleinen, die nur so ein bisschen hängen bleiben. So, und das packe ich mir ungefähr dahin mit einem Glue-Dot. Ah, jetzt habe ich vergessen, die Spitze zu stempeln. Mist. Oh, mache ich es jetzt trotzdem noch? Soll ich es wagen? Ich versuch's. Ach, deswegen, das wollte ich doch vorher machen. Ich versuch's. Ja, puh. Man kann natürlich immer besser stempeln auf was, Achtung, Haare. Auf was flach aufliegt, aber das ging jetzt auch noch. Fand ich ganz süß, wenn die da noch so runter, sich runterseilt. So, und jetzt kommen die Stars. Die Stars des Videos. Die Katzen. Da mache ich jetzt 3 drauf, einfach weil ich auf Nummer sicher gehen will, dass da nicht die Hälfte nur am Band hängt oder am Band klebt. Die Folie spiegelt immer ein bisschen blöd in der Kamera, aber das kann ich leider nicht ändern. So, die süße Maus kommt hier hin. Und die packen wir da hin. Ach kommt, ey. Wer die nicht süß findet, das weiß ich aber auch nicht. So, jetzt der Besen. Da schnibbel ich mir so ein bisschen vom Rand. Das ist zwar ein Gefummele, aber man kriegt es hin, einfach diese Spitzen so ein bisschen abschneiden. Dann hat man hier so ein schmales Teil. Und das passt hier gut auf den Stiel, wenn man es den gerade aufkleben würde. Ach du liebes Bisschen. Schneiden wir es ab. So, und hier unten mache ich noch ein bisschen normalen Kleber hin. Nicht so viel. Und dann steht der hier so zwischen den beiden. Noch ein bisschen andrücken. So, was fehlt noch? Der Spruch fehlt noch. Have a perfect Halloween. Mega. Finde ich mega gut. Den habe ich einfach auf weiß gestempelt. Da müsste er drauf passen. Oh, ich habe so viel Kram hier liegen, ey, Frau Schulze. Ein bisschen aufräumen zwischendurch. Aber es ist immer schwierig, wenn man so eine Videoreihe dreht. Da brauche ich ja immer wieder alles. Das ist ja Quatsch, das irgendwo hinzuräumen. Ich es im nächsten Video wieder brauche. So, einfach Freihand versuchen, relativ gerade auszuschneiden. Ja, damit kann ich leben. Habe ich jetzt richtig? Ja. Das Teil hier liegt so ein bisschen auf der Katze auf. Da mache ich normalen Kleber hin und die beiden kommen daneben. Den packe ich hier oben hin. So. Im Prinzip haben wir es schon, aber
Die süßen Fledermäuse müssen ja auch noch irgendwo hin. Und ich finde, wenn man dann hier und da noch so ein bisschen Schnickgedöns hat, macht das dann aus am Ende des Tages. Hier wurschtel ich mir wieder so einen Popel zurecht. Der kommt hier in die Mitte. Und damit klebt das dann gut, steht auch so ein bisschen ab. Und dann kommen auch die schönen Sternchen noch zum Einsatz. Hier habe ich diesmal jetzt die Zartlilan benutzt. Weil es müssen ja irgendwie alle Farben mal verbraucht werden. Ne? So, da noch einen hin. Und da noch einen hin. Und ich glaube, jetzt habe ich schon alles. Nochmal checken. Hier nicht. Ja, hab alles. Das war die Verpackung. Ich hoffe, sie gefällt euch. Oh, es spiegelt so blöd. So vielleicht. Aber ich mache Fotos auf dem Blog, da könnt ihr es euch nochmal genauer angucken. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit der Idee und bis zum nächsten Video. Tschüss! Thank you.